Ihr habt ja gerade in der Panel-Diskussion über das Thema Composable Commerce gesprochen. Das ist ja ein Thema, was euch sehr viel umtreibt, seit einigen Jahren tatsächlich schon. Wie siehst du so die Relevanz im Handel für das Thema? Das ist ein absolut relevantes Thema und ich glaube, es ist auch wirklich ein neues Thema. Es ist auch einer der Gründe, warum wir der Mach Alliance beigetreten sind, um halt auf die schnellen Anforderungen, die sich halt auch durch externe Ereignisse ergeben, schnell reagieren können darauf und sehen uns als zentralen Part, um da über unser Product Information Management System die Produktdaten immer zur Verfügung stellen zu können. Mhm. Seit letztem Jahr pusht er ja schon die Möglichkeit für Partner über einen App Store direkte Integration in Akineo zu machen, dass man mehr Möglichkeiten hat, seinen Shop selber, sein System selber zu erweitern. Wir haben ja auch im Endeffekt eine App, mit der man direkt Datenblätter aus Akineo generieren kann. Siehst du in dieser Zusammenarbeit zwischen Akineo und Technologiepartnern eine Zukunft, dass man sagt, hey, ich mache mein PIM am Ende composable, was die Funktionalität angeht? Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Partnern ist immer wichtig, weil das ein großes Ökosystem ist und das große Ökosystem nur mit starken Partnern zusammen bespielt werden kann. Ich glaube auch ganz fest an dieses System und an dieses Konzept mit App Stores, weil es einfach eine einfache Art und Weise ist, für Kunden auf den Bedürfnissen dann das Thema mitzuerweitern. Das ist ja dein erster Print Day. Wie hast du das Event empfunden? Wie? Ich bin absolut begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich bin ich auch das erste Mal in Mülheim und das erste Mal auf dem Print Day. Aber vielen Dank, es waren extrem gute und extrem tiefe Gespräche, die hier auch geliefert wurden. Und ich fand, es gab einen sehr guten Mix und muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch was dazu gelernt.